Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute für euch wieder mal ein DM-Haul. Ja, es war mal wieder Zeit. Ich habe auch ein bisschen Christmas-Shopping gemacht, also ein ganz klein bisschen. Alles hauptsächlich so gekauft, was bei uns leer gegangen ist. Eigentlich glaube ich nichts Neues an Kosmetik oder so zum Ausprobieren. Also ich starte jetzt mal direkt mit den beiden größten Paketen. Einmal Küchenrolle. Diese schöne Limited Edition mit den Waldtieren, die fand ich echt süß. Ein Riesenpaket Toilettenpapier. Bei diesem Paket mit den 20 Rollen fällt mir auch wieder auf, wie teuer alles geworden ist. Also die kosten jetzt mittlerweile 7,95 Euro. Ich kann mich noch erinnern, da haben die 4,95 Euro gekostet. Und das ist auch noch nicht 20 Jahre her. Ja, Wahnsinn, finde ich. Also das ist fast, fast der doppelte Preis. Schon krass. Ich starte mal erstmal mit dem Weihnachtsshopping. Und zwar habe ich mir hier dieses schöne Licht geholt. Also da packe ich schöne Kerze rein, stelle ich mir das hin. Fand ich total schön und passend in Rot. Passt das hier super rein. Dann habe ich mir hier so eine wunderschöne Tasse geholt. Die sieht so aus und von innen ist sie rot. Die gab es auch in Grün. Die fand ich auch mega schön. Habe ich mir so einen Schmelztopf für Schokolade gekauft. Habe ich noch nie besessen. Ich kriege ja das mit der geschmolzenen Schokolade nie hin. Ich vermute mal, dass es daran liegt, weil ich da immer so komische Gefäße für nehme. Ich hoffe, es klappt damit jetzt. Das ist meine letzte Hoffnung. Im Gäste-WC, also im Kinderbad, ist die Seife alle. Und da hat mich dieser Seifenspender hier total angelacht. Der war jetzt eigentlich, muss ich sagen, ziemlich teuer. 4,95 €. Wollte ich eigentlich nicht kaufen, aber ich habe mir gedacht, den kann man ja wieder befüllen, den kauft man einmal. Und der Duft ist Gingerbread. Das war's, glaube ich, auch schon am Christmas-Shopping. Irgendwie hatte ich gedacht, ich hätte da ein bisschen mehr, aber nee, das war's schon. Geht's weiter mit unserem Kinderbiercher-Müsli, unser Lieblingsmüsli. Irgendwie ist hier die Müsli-Zeit vorbei. Hier wird kaum noch Müsli gegessen, deswegen haben wir auch nicht mehr so einen Verbrauch. Sonst habe ich ja einmal im Monat 3-4 Pakete geholt. Bei uns gab es ja diesen vor längerer Zeit schon diesen Ortsam-Aufsteller. Da waren die Bowls in Tüten, also zur Einmalbenutzung, und die Toppings alle drauf in den großen Dosen. Die kosteten 7,95 oder 8,95, ich weiß es nicht genau, ich glaube 7,95. Die wurden bei uns jetzt reduziert auf 4 €. Da habe ich einmal den Apfelprinz mitgenommen, einmal die Blütenkönigin. Also die sind tatsächlich auch noch bis nächstes Jahr März haltbar. Die waren einfach nur reduziert. Der Nussknacker auch noch. Wir essen die hier total gerne. Ja, jetzt sind wir im Moment nicht mehr so die Müsli-Fans, aber also ich schon. Vor allem esse ich die sehr gerne mit Joghurt. Also Joghurt, ein bisschen Müsli, diese Toppings da rein, ein bisschen Dattelsirup oder einen anderen Sirup. Total lecker. Das Apfelstrudel-Crunchy hatte ich ja jetzt auch schon gekauft, öfter sogar. Habe ich nochmal mitgenommen. Das essen hier alle total gerne und das gibt es natürlich nicht mehr lange wegen der Weihnachtszeit. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen Reservebeutel geholt. Super lecker schmeckt das, also kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe mir hier noch Kuvertüre-Chips in Zartbitter mitgenommen. Ich habe nämlich die Hoffnung, wenn es vielleicht mit diesen dicken Blöcken immer nicht klappt, vielleicht mit diesen Mini-Chips, gebt die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf. Dann die Winternudeln, die mussten unbedingt mit. Bunte Nudeln mit Tannenbäumen und Sternschnuppen. Da freuen sich die Kinder bestimmt richtig doll. Meine Kinder lieben sowas. Dann habe ich Spekulatius-Creme. Die musste auch auf jeden Fall mit. Da freue ich mich sehr, die mal in meinen Joghurt zu machen. Am besten hier mit diesem Apfelstrudel-Crunchy, dann ein bisschen Spekulatius-Creme. Boah, bestimmt mega lecker. Ich habe nochmal die Tropical Dream Feuchttücher mitgenommen, die ja so nach Vanille riechen. Denn es steht drauf Limited Edition, die gibt es jetzt aber schon länger. Aber ich rechne da jede Woche mit, dass es die nicht mehr gibt. Und da musste ich nochmal schnell welche auf Reserve holen. Außerdem haben mich die mit Kokoswasser und Mandeln angelacht. Das sind nur so Einzeldinger, die anderen waren doppelt verpackt. Rohrreiniger habe ich mal mitgenommen. Bei uns riecht es ja immer so aus dem Waschbecken im Gäste-WC. Ich dachte eigentlich immer, das wäre die Toilette, aber wir hatten irgendwann mal Handwerker hier und die haben gesagt, das müsste aus dem Waschbecken kommen, aus den Rohren. Ich gedacht, vielleicht kann ich das damit mal ein bisschen durchpusten. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es klappt. Waschmittel, hier dieses Denk mit Nature. Das
Fand ich eigentlich ganz gut. Schmutzradierer kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie Flecken hat auf Möbeln, die er nicht mehr wegkriegt. Es gibt ja so Flecken, bestimmte Stiftstriche oder so, die kriegt man einfach nicht weg. Mit dem Schmutzradierer kriegt man alles weg, ganz witzig irgendwie. Ja, und ich mache da ganz gerne, ich habe ja neue Turnschuhe, die mache ich da ganz gerne. Jedes Mal nach dem Tragen einmal vorne ein bisschen sauber. Ja, einmal die Odolmed Original Zahncreme, die wir immer benutzen. Meine geliebten Farb- und Schmutzfangtücher für die Waschmaschine, die ich auch immer wieder nur sehr empfehlen kann. Und am besten finde ich die von Denkmit. Ich habe auch schon bei Rossmann die Eigenmarke ausprobiert und auch schon die von Dr. Beckmann und auch schon aus irgendeinem Supermarkt welche. Die fand ich alle nicht so gut. Ja, mein neues Lieblingsshampoo und Spülung von Pantene Pro-V. Miracles Silky und Glowing heißt das. Finde ich super. Endlich mal ein Shampoo und eine Spülung, wo ich auch irgendwie was an meinen Haaren sehe. Eine Veränderung. Dann habe ich nochmal dieses Babyhaar, diesen Babyhaar-Styler mitgenommen. Den hatte ich ja mal von Got2B zufällig entdeckt. Habe ich vorher nie gesehen und war ich dann so begeistert. Also das sieht aus wie ein Mascara, auch von innen. Damit kann man sich hier diese kleinen Härchen, die manchmal, also bei mir stehen die ja immer ab, aber manchmal stört es mich halt nicht. Es kommt auf die Frisur an. Und manchmal sieht es total beknackt aus. Damit kann man sich die einmal so runter, da ist quasi irgendwie so eine Flüssigkeit drin, damit klatscht man sich die quasi an. Es hält auch nicht den ganzen Tag. Also ich habe jetzt aber zum ersten Mal das von Balea. Das ist auch gar nicht relevant günstiger, nur ein bisschen günstiger. Aber ich wollte das jetzt trotzdem mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja sogar besser als das andere. Wattestäbchen für die Ohren. Die Kinder benutzen die zum Glück überhaupt nicht. Da bin ich froh, weil eigentlich soll man es ja nicht. Patrick und ich sind da irgendwie so dran gewöhnt. Ich versuche es aber auch schon nur noch ganz selten. Aber ich brauche die halt auch zum Schminken. Also wenn man hier unten drunter manchmal so Mascara hängen hat. Meine über alles geliebte Fenial-Duschcreme. Wer neu ist, meine Videos noch nicht kennt, Fenial kann ich euch nur wärmstens empfehlen. So viele Leute haben das schon nachgekauft und sind begeistert. Der Duft ist einfach mega. Das Hautgefühl, also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Nochmal in Memories an meine Jugendzeit, Impuls, Vanille, Deo. Ich glaube gar nicht, dass das besonders gut ist. Ich glaube sogar überhaupt nicht, aber das erinnert mich so an früher, dieser Geruch. Boah. Also einfach dieses, ja, da fühlt man sich wieder irgendwie ein bisschen jugendlich. Da freue ich mich, wenn ich das benutze, wenn ich das rieche und deswegen kaufe ich es. Als Geruchsschutz, Transpirationsschutz kann ich Rexona sehr empfehlen. Dieses Maximum Protection, also das wird hier so rausgedreht und dann kommt ja schon in Cremeform so da raus. Dann einmal zack, zweimal drehen. Andere, es ist wirklich mega, also es hilft super, man schwitzt nicht mehr so viel, man riecht gar nicht mehr. Allerdings, dieses Pinke habe ich jetzt zum ersten Mal, das muss ich erst testen. Ich kaufe normalerweise dieses Blaue, also das sieht genauso aus, nur dieser Streifen hier ist blau. Beim letzten Mal habe ich schon das Grüne genommen, weil das Blaue gab es nicht. Und jetzt gibt es aber wieder alle, aber jetzt habe ich mal das Pinke, das wollte ich jetzt auch mal testen. Das Grüne habe ich jetzt erst ein paar Mal benutzt, bis jetzt bin ich damit aber auch vollstens zufrieden. Die Balea Schrundensalbe, die kann ich sehr empfehlen, die benutze ich gerne im Winter. Im Winter brauche ich nicht so viel Pflege für die Füße, da ist die perfekt. Ich habe ja mal besonders an der einen Hacke hinten so Risse, also trockene Haut und da hilft die wirklich sehr gut. Für die Kinder habe ich nochmal hier von HIP Shampoo und Spülung. Das hatte ich schon mal vorletzte Mal, glaube ich, geholt. Das fanden wir wirklich gut. Dann habe ich jetzt schon öfter im Internet diese Kosmetikempfehlungen, ich habe doch was Neues, Kosmetikempfehlungen gelesen für dieses No Make-up. Und vor allem für diesen Reiniger hier, das ist ein Peeling Cleanser. Ich hatte ja letztes Jahr schon mit Yipoda eine Kooperation und hatte davon die ganze Serie benutzt. War auch wirklich super zufrieden, finde die Sachen sehr gut. Mein Reinigungsöl-Creme-Zeus geht langsam leer. Und da habe ich gedacht, jetzt teste ich einfach mal was Neues. Wenn das nichts ist, auch wieder auf Yipoda zurückgreifen, weil ich die Sachen einfach super finde. Aber in Hautpflege benutze ich gerade was anderes. Da werde ich euch dann demnächst was von berichten. Ja, meine geliebte Shea-Handseife mit Patchouli gab es wieder. Da war ich richtig glücklich, weil die finde ich einfach mega. Ich mag aber auch diesen Patchouli-Geruch sehr. Muss man ja mögen. Und meine geliebten BB-Reinigungstücher, die sind ja irgendwie
ein bisschen anders. Da wurde was geändert. Die sind jetzt mit Kokoswasser. Waren sie vorher nicht oder zumindest stand es nicht drauf. Ich finde, die sind auch ein bisschen anders, fühlen sich auch ein bisschen anders an. Die sind aber nach wie vor top. Wer sensible Haut hat, besonders um den Augenbereich rum, oft brennen oder so nach solchen Reinigungstüchern, dem kann ich die wirklich sehr empfehlen. Die sind top. Reinigungstücher habe ich, glaube ich, wirklich schon alles ausprobiert, was es gibt. Find da nichts, was so gut ist wie das. Oder ehrlich gesagt, finde ich da gar nichts, was nicht brennt um die Augen rum. Die sind wirklich sehr gut. Die sind allerdings auch teurer geworden. Kosten über 2 Euro jetzt ein Paket. Ja, das war mein DM-Einkauf. Doch einiges geworden. Ich hoffe, für den einen oder anderen war da irgendwie eine Empfehlung bei. Oder vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere Produkt davon und liebt es so sehr wie ich, dann könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare hier über dieses No Make-up schreiben. Da gibt es ja auch ganz viele Serien von und so. Am liebsten hätte ich da direkt alles genommen. Ich teste ja immer gerne Sachen aus. Schreibt mir doch mal, ob ihr das benutzt und wie gut ihr das findet. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch mein Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal. Ich sehe immer wieder in den Insights, dass ganz viele Leute meine Videos gucken, die uns nicht abonniert haben. Das würde mir richtig schönes Feedback geben. Da sehe ich dann auch, dass euch die Videos gefallen. Oft denke ich nämlich, die Leute, die gucken und nicht abonniert haben, denen hat es vielleicht gar nicht gefallen und dann haben sie weggemacht. Ja, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr die neuen Videos nicht. Schaut mal bei Instagram vorbei. Da poste ich auch jeden Tag etwas. Ich mache ja jetzt auch immer Wochenvlogs, die kommen immer dienstags. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Da seht ihr so, was hier in der Woche so passiert. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein und bis dahin, tschüss!